Yo, 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 wie ihr seht, zwei Kings spielen ein Kingspiel, das sagt alles und damit zu dir. Ja, erstmal herzlich willkommen zurück zu einem bei Let's Play auf der Zockercrew. Hier wieder mit mir, halt dem Grevis. Und wie ihr seht, ich hab mir gedacht, Nico wucht jetzt nach einigen Monaten auf dem Kanal, ist halt auch mal sein Einführungsprojekt. Und dadurch, dass wir vor Urzeiten halt schon mal Bioshock 1 gespielt hatten, also zumindest halt Daniel und verschiedenen Gastkommentatoren, dachte ich, ja, Infinite kennt man halt. Aber Bioshock 2 ist halt wirklich der unterbewertetste Diamant in der ganzen Reihe, abgesehen von dem Origin-Roman, den ich schon zweimal durchgelesen habe. Und da dachte ich, ganz ehrlich, warum nicht zu nehmen, ist das DLC, dieses Standalone-DLC hier mit da, was sind für mich halt komplett blind. Und ja, ich würde sagen, erstmal kurz zur Geschichte von Bioshock. Es geht halt quasi darum, um einen Visionär namens Andrew Ryan, der halt in den 50er Jahren am Grund des Ozeans die Stadt Rapture errichtet hat, halt aus Angst vor dem nuklearen Krieg, Verseuchung, also kalter Kriegpropaganda etc. Und dort ist halt ein freier Markt entstanden, wo halt die Leute ohne jegliche Zensur oder sonstiges halt Produkte entwickeln können. Dadurch ist Rapture, obwohl es jetzt zumindest dieser zweite Teil in den 60ern spielte, technologisch schon dem uns normalen modernen Menschen um einiges überlegen. Aber natürlich, ja, kann ein Mensch halt immer nicht konkurrenzfrei arbeiten und solche Gesellschaften können halt nun mal nicht funktionieren und Rapture musste das halt auf die harte Tour lernen. Hast du noch was zu sagen, bevor wir das Spiel starten? Nur, dass ich zustimme, dass ihr dieses Spiel lieben wird, so wie wir es lieben. Habt Spaß, enjoy it. Oh ja. Guckt uns zu beim Spielen. Das war super kommentiert. Fertig. Deswegen würde ich sagen, neues Spiel, weil wir hatten das Spiel schon mal vor einigen Monaten für eine Stunde aufgenommen, wo das hier Nico noch ein anderes Mikrofon und wurde nach einer Stunde schön von seiner Mutter erstmal hier rausgerufen. Und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, machen wir nochmal neu. Machen wir neu, warum nicht? Ich würde sagen, Mittel, weil Bioshock hat halt die seltsame Angewohnheit, dich wirklich mit Massen von Gegnern ein Gebiet zu bombardieren, das nicht ein oder zwei, sondern tausende Mal ist. Das ist der Grund, warum Daniel halt, wenn er Bioshock spielt, halt alles so an einem Stück macht, ohne zu sammeln, ohne erkunden, ohne sonst was. Deswegen sage ich halt, dieses eine Mal Mittel, ne? Ich weiß was aussieht, weil bei The Force Unleashed hatte ich ja gleich jeden Cheat benutzt, um halt sofort den Ultra-Schwierigkeitsgrad freizuschalten, der eigentlich voraussetzt, dass du das Spiel schon einmal durch hast. Dadurch, dass ich das ja auf Ultra-Schwer halt hatte, ohne halt die Skills und Machtfähigkeiten, ist das so der faire Ausgleich. Mittel klingt. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Wo läuft das, Engel? Komm mit uns, Clark.
break. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tenenbaum und ich brauche dringend deine Hilfe. Bitte such mich in der Bahnstation des Atlantic Express. So, am Anfang natürlich. Ja, ich habe eigentlich Untertitel angeschaltet, aber die Little Sister hört man trotzdem ohne Untertitel. Also am Anfang gleich mal mehrere Fragen. Erstens, er hat sich den Helm gerade abgenommen. Wieso hat er ihn jetzt wieder auf? Wer stattet einen Big Daddy freiwillig mit einem Helm aus? Und vor allem, wenn man den Big Daddy schon so weit hat, dass er so das macht, was er ihn tut, oder deshalb, wenn man schweißt, dann legt ein Big Daddy gerade verwundet am Boden. Warum hilft man den dann? Ja, Plot-Twist halt. Plot-Twist. Ja, quasi diejenigen, die halt den ersten Teil nicht kennen, Alter. Die Arbeit ruft gerade die ganze Zeit an und will, dass ich zurückkomme. Verpisst euch, Leute, wir sind hier gerade am Aufleben. Ja, deswegen hab ich gerade den Tandy auf Stimme geschaltet und gerade neben mir aufs Bett geworfen. So, komm, raus, wir sind nicht jetzt hier. Nee, quasi am Anfang, wenn man der Big Daddy halt gerade das gemacht hat, was Fritz Lamp gesagt hat, es gab halt im ersten Teil halt auch einen riesigen Plot-Twist, da gab es halt einen anderen Hauptcharakter und einen Verbündeten, und der Verbündete war halt eine Ire, der halt immer sagte, wärst du so freundlich, das ist halt so eine berühmte irische Rebensart. Allerdings hat er einen genetischen Code in seinem Kopf, der ihn halt dazu zwang, alles zu tun, was auf wärst du so freundlich folgt. Also sprich, der Typ, der sagt halt so, wärst du so freundlich, diese Koralle zuzuschlagen, ohne dass du als Spieler einen Einfluss darauf hattest, zerschlägt er die Koralle. Und nach einer Weile hat er sich halt als Bösewicht rausgestellt. Ich will ja nicht zu viel verraten, weil da wird halt später noch in dem massiven Audiologs, die dieses Spiel halt hat, so darauf hingewiesen. Und das ist halt gerade auch nur eine Form davon. Ich hatte es aber gut erklärt, ohne alles zu spoilern. Ich dachte, ich spiele ein Spiel und kein Horrorspiel. Babylon ist gefallen, das liebe ich auch so ein Bioshock, dass wenn du so gewisse Dinge halt anguckst, dann gleich daneben halt der auf Deutsch übersetzte Text halt kommt, dass der auch so schön halt eingeblendet wird. Also, da könnten sich viele Spiele was von abgucken, um ehrlich zu sein. Oh ja, und vor allem noch hier die Art und Weise, wie die Untertitel hier geschaltet sind, das ist halt so gesehen. Ja, das ist so weichen Text, das ist halt auch diesen, wie soll ich sagen, diesen Schimmer dahinter hast, der halt weniger Deckkraft hast, dass du halt trotzdem noch gucken kannst, was gerade dahinter abläuft. Und große Fluss muss ich an der Stelle ansprechen, das HUD, weil ich weiß, wie es bei Assassin's Creed aussieht, wo der halbe Bildschirm, wenn du das nicht einstellst, zugeklatscht ist mit irgendeiner Scheiße, dass du nichts mehr sehen kannst. Und hier, du hast ganz und links Lebenseinstellung, dann halt deine Munitionseinstellung und ansonsten, abgesehen von den Texten, ist da nicht mehr. Du hast alle Infos, die du da brauchst, kurz und kompakt
Einfach mal so zusammengefasst. Das ist geil. Also es ist, vor allem dadurch, dass er auch einen Helm trägt, gut, das ist so ein alter Seefahrerhelm, wirkt das auch eher wie so ein Heads-Up-Display im Helm, anstatt etwas, das halt einfach nur auf der Leinwand halt draufgeklecksert wird. Oh, Alter. Schon los. Ey, an Big Sister werde ich mich nie erwöhnen. Ich auch nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ja, ihr seht hier überall hier Adonis, Minerva und sonst was. Also hier Bioshock oder generell 2K, weil von 2K kommt ja auch die Borderlands-Reihe. Von Borderlands und Pre-Cycle haben Nico und ich auch ein Let's Play aus seinem eigenen Kanal. Schaut rein. Haben es halt generell mit diesen ganzen griechisch-römischen Göttern, weil es ist halt so die Art und Weise dieser hier Elite zu sagen, sie hat hier, wir verwenden Anekdoten, wir sind cleverer als ihr. Wir sind zwar nicht wirklich, aber wir tun halt gerne so als ob. Das hat's gut erklärt. Lamb sieht alles. Ja, von dieser Professor Lamb hier, im ersten Teil sind wir so gesehen sämtliche Führungsriesen von Bioshock, also von Rapture halt, wie hier Professor Andrew Ryan, hier Fontaine und so weiter, sind ja jetzt alle gestorben, wurden getötet. Und das spielt jetzt in den 60er Jahren, 10 Jahre später. Und das hat ja quasi den Bioshock, das halt verlassen ist, weil wahnsinnig waren die Leute hier quasi schon immer. Aber da war es halt irgendwo immer noch so eine gewisse Struktur. Und diese Struktur ist jetzt völlig weg. Und jetzt war. Verstehst du? Okay. Jetzt war die Stadt halt 10 Jahre lang sich selbst überlassen. Und man sieht halt, dass jetzt so diese B und C, wie ich es halt nenne, hier halt aus ihrer. Ja, halt aus ihrem. Ja, hier Löchern krauchen. Ich schieb mal kurz das Audio ab, denn dadurch wird da quasi auch eine große Hintergrundgeschichte erzählt. Die kann man sich später Gott sei Dank immer noch anhören. Und in der Zwischenzeit teile ich mal kurz mein Handy aus, damit ich nicht ganz sexy Klingel neben mir habe. Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2. Ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? So, jetzt ist endlich rum mit dem Klingel. Also als ob ich jetzt noch arbeiten hier. Also ich finde ja wohl, Leute. Ja, also ich würde noch arbeiten gehen. Ja, aber nicht jetzt hier, nicht mitten in der Aufnahme. Einfach tschüss, egal, wir machen später. Ja, genau, zum zweiten Mal verschieben. Nee. Ja, wie gesagt, also ein 100% dran wird es hier nicht werden, weil dadurch, also wie gesagt, ich habe Bioshock 2 ein einziges Mal vor über knappe 6 Jahren gespielt und seitdem nie wieder. Also nicht, weil ich es nicht mochte, sondern nur einfach, weil andere Spiele halt süchtig machender sind. Und da wird rundherum gewallert. Warte noch mal. Wir wollen mit uns spielen. Handsome Jack. geil. Und unser erster Splicer wird gleich mal von Handsome Jack gesprochen. Sehr geil. We love it. Im Endeffekt ist eine Heldregel, damit man halt mit sowas wie Essen, wie Dosenfrüchte, das bringt jetzt natürlich nichts, hier die halt einfach so zu essen, wenn man auf alle Help hat, aber man macht es halt trotzdem, wie er die Dinger isst, ohne sich den Helm abzuziehen, ob die irgendwie vorher in einem speziellen Apparat hier verflüssigt wird. Fragt es sich nicht, keine Ahnung. Plattriss. Klärt alles. Danke. Tschüss. Na, die sieht man natürlich gleich mal, wie Minerva, die römische Göttin der. Weil Weisheitsgöttin. Ich glaube zumindest, dass sie das sein soll, weil es sieht schon so aus wie ihre Flügel. Das soll ich sein, das bin ich. Ja, genau. Genau. Tastenfeld. Das heißt, hier müssen wir halt irgendwie einen Code finden, der wahrscheinlich in irgendeinem der Audio-Logs drin ist, meistens, damit die Tür halt öffnet wird und dann ist dann irgendeine Form von Loot. Aber ich würde sagen, wir könnten auch einfach mal ein bisschen mit dem Tennisschläger hier spielen, wenn uns das Spiel halt lassen würde. Na, kann ich hier... Du weißt, wo der Code ist, oder? Nein. Der ist genau vor deiner Nase gewesen. Bitte geh zurück. geh vor die Tür. Vor die Tür. Von dem Code, wo der Code ist. Geh einfach mal vor die Tür. Geh mal rein. Da ist doch der Code. Genau, ja, sehr toll. Genau, 6666. Nein. Nein. Nein, der kommt, der doch an. Da, der ist direkt neben dir. An der Tür steht der Code. Wo? Da, an dir, da.
Wie kannst du sowas sehen? Scheiße. Ich dachte, du willst erklären, wie das geht, aber du hast ja alles mal sehen. Also ich lese hier Upsi. Ein O, ein P, ein verdrehtes S und ein... Nein. Ey, wenn das jetzt klappt, wenn das jetzt klappt... Ja, du hast es übersehen. Ja, ich kann ja nicht immer nur zu Daniel sagen, er sollte kacken, jemand was Dämliches macht. Ja, wir machen mal kurz einen kleinen Cut und dann gehe ich erstmal und dann kommen wir wieder. Ja, bis später, bis morgen. Ja, genau. Genau. Bis morgen. Ey, egal, es ist gut für die Aufnahme. Das ist nicht gespielt. Das macht alles besser. Egal. Egal. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonica raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Irrspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen, auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brain Booster unter seine tägliche Dosis. Lieber Steven, willst du mir nicht vielleicht mal was schenken? Vielleicht die Bier, die so schön prickelt in meiner Bauchnabel? Ich sag gar nichts. Ich entschuldige mich nur, wenn man eben was gehört hat meinerseits. Egal, jetzt geht's weiter. So, platz mit erstmal alles. Nee, weil im Endeffekt ein Bioshock muss man halt sehr aufpassen, was seine Munition angeht. Denn, ja, also der Daniel kann da schon vom ersten Teil ein Liedchen von singen. Und das wird halt, ist in dem Teil noch nicht besser. Also es wird halt mehrere Male da hier passieren, dass man Sekundärwaffen ausweichen muss, weil man für die andere einfach legit keine Munition mehr hat. Und halt auch, kein Geld, um sich jetzt wirklich alle zu kaufen. Also man muss halt schon aufpassen, was man, Alter, what? What? Okay. Einheit der Metamorphose, du bist doch nur da mein Feind. Auch einfach von diesen E-Spritzen, die man sich so viel mitnehmen will, weil quasi durch das E kann man halt so spezielle Fähigkeiten freischalten, wie halt Blitze aus seinen Händen stellt. Das sind halt quasi die Plasmide, die halt hier überworben werden. Gibt's halt verschiedene Formen, halt Blitze, dann gibt's halt Plasmide, mit denen man halt Feuer entzünden kann, Plasmide, mit denen man halt Gegner dazu bringen kann, halt hier gegeneinander zu kämpfen. Gut, wo Treffstoff haben wir jetzt maximal. Aber ihr werdet ja sehen, was das halt, also, boah, Alter. Ey, wie ich diese Scheiße hasse. Wie ich diese Flashback-Scheiße hasse. Also, warum denn mit Gesicht? Warum kriegt er jetzt ein Flashback? Von Eleanor. Gut, okay, macht Sinn. Er kriegt Flashbacks von seiner Notiz. Wir machen den Cut. Tschö. Ja, ihr genau. Brauchst du, glaube ich, so langsam. Gott. Scheiße. Ja, von Eleanor. Ein Geschenk von unserer Tochter. Und sie schenkt uns ein Aufziehhai. Oh, der liegt ja falsch rum. Viel anfangen. Genau, dann halt eine Kleopatra, Glühwürmchen und ein U-Boot. Und ein Teddybär nicht vergessen und was zum Malen. Genau, und ein Elektrovolt zum Naschen. Geschlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Ah, Daddy! Wow, das sieht aus, als kommt Michael Jackson direkt auf mich zu!